So, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder nervt, das macht aber nichts. Wenn es nicht gefällt, dass wir dann umschalten zu den GEZ-Fans. Also die Geschichte Nummer 17. Wiederhole 17. Orientierungsprobleme. Orientierungsprobleme. Tja, in diesem Jahr bin ich ja von der Schule ausgeschieden worden. Seitdem habe ich Probleme mit der Orientierung. Mein Empfang ist gestört. Am Fernsehempfang gibt es Funkprobleme. Wird es besser, schlechter. Am besten ist es, wenn ich in der Schieflage bin und vom Fernsehen, dann habe ich den besten Empfang. Oder so. Und dabei Fernsehen gucken. Das ist das Beste. Also mein größtes Ziel ist eine individuell ganzheitliche Weiterbildung. Als Idiot will ich mich ja verbessern. Zum Vollidioten. Da muss es ja auch weitergehen. Und ich will dann danach auch einen Abschluss haben, ein Abschlussdiplom als qualifizierter Fachvollidiot. Und nebenbei wird das Ja-Sagen geübt. Ja, ja, see, oui, yes. Und jeden Tag das Kopfnicken mindestens 20 Minuten lang trainiert. Außerdem wird mittels Teppichklopfertraining, mein Hinterteil abgehärtet. Dann kann da jeder drauf treten. Damit habe ich in Zukunft auf dem deutschen Arbeitsmarkt keine Probleme mehr. Ich habe auch das Fräulein de Ville angerufen. Die kennt mich aus der Studienzeit. Ja, das gibt schon Essen wieder. Also hier kannst du bloß Hängematte, Bett, Strand, Buggy oder Essen, ich würde sagen. Die Schwarzen müssen schaffen. Ne? In Deutschland bräuchte man eigentlich auch mehr so andere Menschen. Ne? Die müssen wir allerdings in deren Währung bezahlen, nicht in Euro. Also das Fräulein Devil habe ich angerufen. Ja, das Fräulein Devil. Die machte wenigstens, was ich will. Früher war das eine super heiße Flamme. Offenbar hat sie heute nicht mehr alle beisammen. Und offenbar haben alle Künstler eine Mattscheibe. Man nennt sie deshalb auch Selbstverwirklichungsegoisten. Guckt euch doch mal die Schmierereien an. Heutzutage werden die als moderne Bilder verkauft oder getarnt. Oder dieser Wahnsinn in Berlin mit dem Denkmallabyrinth vergoldet. Und glaub, ich brauche andere Vorbilder. Zum Beispiel Gamaschenschuh oder Al Capone. Ja, das waren noch ehrliche Ganoven mit Herz und Verstand. Al Capone sagte ja einmal, Neid musst du dir erarbeiten. Mitleid kriegst du umsonst. Nachdem ich eingehend die Geschichte der beiden studiert habe, begann ich mit dem langwierigen Tunnelbau Richtung Supermarkt. Hier was in Richtung Supermarkt. Und dann kam endlich meine kriminelle Energie zum Vorschein. Als Täter im Raubüberfallmilieu
Raubüberfall Milieu, habe ich mir auch schon einen guten Namen gemacht. Doch. Bei der Polizei bin ich schon bekannt und bin stolz darauf. Jetzt fragt ihr euch, was ich geklaut habe. Tja, ist doch klar, ne? Toilettenpapier. Aber nur 3- bis 4-lagiges, sonst lohnt sich ja der Aufwand gar nicht. Ne? Und man muss ja auch das Risiko berücksichtigen. Ich lese nicht jedes Mal die Sonderangebote von dem Supermarkt oder? Und vom Einsturz des Tunnels. Du krabbelst da im Tunnel, das ist gefährlich. Oder wenn ich Pech habe, ist sogar ein Ausverkauf der ganzen Papierrollen da. Ich habe mir ganz genau gewissenhaft ausgerechnet, bei 200 Rollen Klopapier spare ich im Monat mindestens 45 Euro. Ja? Also konzentriere ich mich nur alle 6 Wochen aufs Wesentliche. Einmal hatte ich eine unberechenbare Situation. Vor mir, stellt euch vor, ich krabbel durch den Tunnel, komm aus, vor mir. Ach, nichts übersehen. Pampers. 5-lagige Pampers. Mann, was für ein Glück. Ohne lang zu zögern, habe ich auch gleich 20 Packungen mitgenommen. Koffer rauf, hinten, auf, hinein das Zeug und fuhr zielorientiert direkt zum Versteck. Sicheres Versteck. Unser Gartenhäuschen da neben dem großen Nussbaum da. Das findet keiner. Und warum muss ich das alles machen? Warum muss ich das alles machen? Nur wegen einem einzigen Problem, das wahre Problem. Immer, wenn ich in den Spiegel schaue, muss ich aufs Klo. So schlimm ist das.